Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Space Engineers. Mein Name ist One Element und wie ihr sicher wisst, haben wir gerade damit begonnen, die ganzen Sachen zusammen zu zählen und zu rechnen, was wir alles benötigen für das Schiff. Ich habe mir mal eben die Mühe gemacht, außerhalb von euch, beziehungsweise jetzt aufzunehmen, alles zusammengelegt, ausgerechnet, was wir noch benötigen. Oh, das ist so verdammt viel. Aber nun denn, wir lassen das Ding jetzt wieder starten und dann soll das hier mal ein bisschen durchrödeln. Ich sehe, dass wir eine ganze Menge Rohstoffe dafür brauchen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob wir genug haben. Was haben wir denn? 20.000. Wir sind noch in dem Container. Und ja, das reicht nicht. Ich glaube, wir sollen mal direkt auch Eisen holen. Nickel müsste eigentlich auch genug haben. Ja, 27. Silizium haben wir gar nichts. Das sollten wir auch holen. Silber 500. Achso, da ist doch. Haben wir auch. Gold 20 haben wir auch. Kobalt 1400. 14. Sehr schön. Kies 2000 haben wir auch. Also müssen wir noch Eisen, eine ganze Menge. Und was war das? Silizium. Halbleiter, Silizium Halbleiter. Gut. Wollen wir keine weitere Zeit verschwenden. Ja. So, wo haben wir? Da haben wir schon Silizium. Gut. Schade. Er hat gar kein Uran mehr. Nehmen wir doch mal 20 mit. Sollte wohl eine Weile reichen. Energie läuft. Hat er vielleicht auch nicht alles rausgezogen, weil er keine Energie mehr hat? Nö. Raffinerie ist, glaube ich, auch nichts mehr drin. Naja. Wie auch immer. Wir holen uns direkt unser Silizium. Ich sehe gar nichts. Nickel. Ach, da drüben. Das müssen wir da weg. Dann nehmen wir das hier. Ist ein bisschen näher. Jetzt müssen wir es noch finden. Stunden Energie. Ja. Sollte wohl ausreichen für die paar Minuten hier. Ja, schon gefunden. Wieder schön mit Rechtsklick, damit wir das ganze Zeug nicht aufsammeln müssen. Ja, wie schnell doch 80 Meter durchbohrt sind hier mit diesem Gerät. Und jetzt müsste es auch schon zu sehen sein. Schon gar nicht mehr, wie viel eigentlich mitnehmen müssen. Egal. Einfach mitnehmen, alles sammeln. Bevor wir hochfliegen,
werden wir noch vorher durchplanen, was wir benötigen für die Mondlandung. Also was wir an wichtige Ressourcen benötigen, um die erste Raffinerie, die Sauerstoffversorgung, um das alles aufrechtzuerhalten. Wenn wir direkt schon vorher planen, müssen wir dort oben nicht ins Trudeln geraten, wenn uns auf einmal Sauerstoff knapp wird oder sonstiges. Nochmal einmal voll hier. Haben wir geknackt. So, 50.000 fängt an, so ein bisschen schwerfällig zu werden. Das bringen wir erstmal weg. Wie viel haben wir denn jetzt gesammelt hier? 13, 24, 39, 55. Ach, ja, das sollte aber mehr als genug sein. Denn wir müssen ja noch Eisen holen. Wir wollen dafür nicht so viel Zeit verschwenden, da wir nicht so viel benötigen wie Eisen. Dann kümmern wir uns da lieber um das Eisen drum. Hey, brems mal. Sehr gut. Da gerade an. Den Rest müsste der. Achso, Eis. Den Rest müsste doch dann noch Verbinder haben. Alles weg. Ging ja schnell. Gut, ab zum Eisen. War das nochmal? Ich sehe immer so schlecht hier im Dunkeln. Hey, ein Update. Woo. Hatti. Oh. Ja, cool. Direkt unter uns. Und dann mal rein hier. Ich überlege auch gerade, dieses Schiff hier auf dem Mond zu bauen. Nur natürlich mit anderen Antriebsarten. Was mir auch wieder einfällt, da muss dann sowieso etwas neu gebaut werden, weil wir da wahrscheinlich erstmal nur mit Hydrogen fliegen können, bis wir genug Platin gefunden haben, um Ionenantriebe zu bauen. Aber das können wir uns dann auch spontan überlegen. Wenn wir recht schnell Platin finden sollten, dann kann man auch das nehmen. Wäre auch kostengünstiger. Alle Male. Und dann Hydrogen ist ja doch schon ziemlich verschwenderisch. Aber ich benutze eigentlich ziemlich gerne. Es macht dieses Auftanken irgendwie auch ganz cool.
Und es hat einen mega Schub natürlich. Hey, wird schon langsam hier. Was haltet ihr denn davon? Wie seht ihr das denn? Seid ihr eher für Hydrogen oder doch lieber den recht kostengünstigen Ionenantrieb? Für was seid ihr lieber? Lasst mich mal wissen. Schreibt es in die Kommentare. Nehmen wir eben diese Ladung hier noch weg. Ups, falscher Knopf. So, was hat er denn jetzt hier nochmal alles gesammelt? Da ist der Sortierer. Verbinder. Welcher Verbinder ist das? Der Sortierer. Achso, klar. Der Verbinder, an dem wir drin stehen, an dem wir dran stecken. Und den Sortierer, der direkt da drunter ist. Die Raffinerie scheint ordentlich voll zu sein. Was haben wir sie denn? Die wird wahrscheinlich mit dem ganzen Silizium. Ah, genau. Die Steine, nerven mich eigentlich nur die Steine. Nun denn. Nächste Runde. Schön vorsichtig in den Rechtsblick hinein. So macht doch das Bohren Spaß. Nicht immer nur die 10.000, direkt so schöne 150.000. Das ist doch schön. Gut, Steine leider auch dabei. Aber die werden wir gleich mal rausnehmen. Ich voll die Kratze von den Viechern hier. Steine kann man zwar gebrauchen, zwischendurch, aber nicht in Massen, ey. Das ist, keine Ahnung, ich bin überhaupt kein Fan von den Dingern. Ach, und während ihr hier am Zuschauen seid, wie ich hier mühevoll und qualvoll am Buddeln bin, seid doch so freundlich und lasst mir doch mal ein Abo da. Vielleicht auch einen Daumen hoch, einen Kommentar, was ihr von allem haltet. Lasst es mich gerne wissen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ups, jetzt sind wir fast nach vorne gekippt. Das wäre eine gute Landung geworden, ja. Aber ich glaube, mehr werden wir auch nicht sammeln können. Weil alles voll und besetzt ist. Da schauen wir doch mal eben rein hier. So, ich habe es hier grün gefärbt, einfach nur so zum Überblick, dass dies ja Teile sind, die wir noch benötigen für das Schiff. Die sind überflüssig, mehr oder weniger. Die brauchen wir jetzt jedenfalls nicht zum Bau. Tja, wird als nächstes mit dem Metall versagen. Dann sollten wir eben doch vielleicht eben sagen, dass er vielleicht nur...
der mittlere Frachtcontainer gekommen. Wo? Wo ist Material durch? Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so ganz. War da dran? Nein. Wo hat er das denn reingeschmissen? Mittlerer Frachtcontainer. Okay, das verwirrt mich ein bisschen. Ach so, klar, mittlere Frachtcontainer ist am Schiff. Ah, ich Idiot wieder. Okay, dann hat sich das erledigt. Und wie ich sehe, wird der Server auch gleich schon wieder restartet. Wenn wir kurz vorher auch einen Cut machen an der Stelle. So lange wollen wir dann noch ein bisschen an dem Schiff hier rumbasteln. Ich glaube, das wird ganz schick werden, wenn es fertig ist. Aber das dauert dann noch ein bisschen. Aber es geht schon wieder los. Oh ja, Bord im Hintergrund. Sehr schön. Angeblich. Fast nicht störend, das Geräusch. Oh, hier ist schon das Ende vom Schiff. So groß ist es gar nicht. Gut, das soll auch nur seinen Zweck erfüllen. Es sollte nicht allzu groß werden, damit wir vernünftig hier wegkommen. Ein bisschen schick sollte es auch aussehen. Jetzt nicht so 0815 Kacke ist. Ist ja noch. Das ein Stück. Ja. Ich muss sagen, der will nicht. Naja, wird schon mal langsam. Achso, das ist ja Verbinder. Ja, erstmal unten rum. Nicht irgendwo mittendrin bauen, sondern erstmal außen rum. Jetzt verliert man schnell mal den Überblick. Ah, da haben wir noch eins. Jetzt wäre so ein Speisschiff auch nicht verkehrt. Ah, die Seite noch. Ach, mit Material haben wir nicht mehr. Glaube ich zumindest.
Naja. Naja, gut. Weil das Server eh gleich wieder restartet wird. Und wir heben hier auf und warten, bis der wieder online ist. Jo, zu die Tür. Und Uran haben wir auch noch. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Oh, ist das kalt hier drin.